Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Wir haben uns jetzt gerade schon mal eben ins Haus reingerettet und ich tappe wieder aus. Ach, wie schön ist das, wie schön ist das, wie schön ist das. Ja, man merkt, ich war gerade auf dem Desktop, sonst wäre das nämlich nicht passiert. Hör mal, Spiel, willst du mir schon wieder rollen, wa? Ich roll dir gleich auch mal eine. Mann, ey, Mannometer, alter Peter. Das sind Problematiken, die man wirklich nur haben kann, wenn man zwei Monitor hat. Oder drei oder vier. Oder Reh. Lecker. Mal fertig gegart im Ofen. Schmackofanzikus. Was ist denn das eigentlich so duster hier drin? Man erkennt ja kaum was. Damals hatten Leute halt noch kein Licht. Ist halt echt pervers dunkel. Ich mach mal eben hier ein Streichholz an. Ah, guck mal hier, wie schön. Da ist eine Zeitung. Lecker Zeitung. Und ein lecker Fernseher und ein lecker Schrank, wo wahrscheinlich sowieso wieder nichts drin ist. Außer ein Verband. Okay, wirklich mal eine Seltenheit. Hier geht's wieder raus. Hier gibt's, glaube ich, nichts mehr zu finden. Oh, die halten auch wirklich ganz toll lange, die Streichhölzer, muss man wirklich sagen. Also, ist schon ein Traum wert, nicht? Also, oh, Böhnchen haben wir schon mal gefunden. Die Dose da oben, da habe ich nicht vergessen. Die hätte ich auch relativ schnell mal übersehen können. So, und jetzt scheiße ich einfach mal auf Streichhölzerverschwendung, weil so viele haben wir dann... Natürlich haben wir noch sehr, sehr viele, aber... halt eben auch nicht mehr so unglaublich viele. So, haben wir denn hier noch eine Wasserflasche? Toll, wir sind ja auch nur überladen. Aber ansonsten ist eigentlich alles gut. Die Frage ist jetzt tatsächlich... wie schlimm ist es wirklich, dass wir gerade überladen sind? Und wie spät ist es eigentlich? Okay, den Rückweg schaffen wir auf jeden Fall noch problemlos bis zum Dunkelwerden. Die Frage ist halt nur, ob schon Häschen drin sind. Ah, Kaffee gefunden. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich mal einen Kaffee kochen. Schön leckeren heißen Getränk machen. So. In das Schlafzimmer haben wir vielleicht noch gefunden Wollsocken. Die würde ich jetzt auf jeden Fall noch anziehen. Ich wüsste gar nicht, was ich lieber machen würde, außer die Omi aus dem Kleiderschrank befreien, die natürlich wieder mal nicht da ist. Jetzt würde mich echt mal interessieren, wofür sind denn eigentlich diese großen Kleiderschränke, wenn sowieso nie was drin ist? Ja, okay, man kann jetzt damit argumentieren, ein Schlafzimmer ohne Kleiderschrank sieht vielleicht ein bisschen leer und nutzlos aus. Ist vielleicht auch richtig. Aber dann hätte man doch wohl vielleicht mal wenigstens irgendwo eine Wahrscheinlichkeit einbauen können. Das Scrap Metal, ich hab fast übersehen. Also hätte ich das jetzt nicht angemacht, hätte ich das wirklich übersehen. Toilettenwasser ganz wichtig mitnehmen. Und eigentlich sollte ich auch dieses Gebäude hier gleich wieder durchsuchen nach Holz. Das wurde ich nämlich auch ein bisschen für angefurzt, dass ich das bitte machen sollte. Weil ansonsten, ja, wäre es halt irgendwann zu Ende. Zumindest das Altholz. Was richtig ist, bedingt. Aber wir haben halt noch so viel. Sprinten ist auf jeden Fall jetzt schon nicht mehr. Zumindest nicht mehr richtig. Wie überladen sind wir denn? 34,88. Wenn wir jetzt hier noch... Ja, wir kommen ja auf jeden Fall wieder zurück, weil wir haben ja hier die Häschenfallen hingestellt. Das heißt, früher oder später müssen wir sowieso wieder hin zurück. Ja, das steht komplett außer Frage. Aber da hinten müssen wir hin irgendwo. Wir können die Häschenfallen auch hier hinten aufstellen. Da müssen wir nicht immer so weit rum. Wobei hier weit halt relativ ist. Ich glaube, wir müssen... Da hinten müsste irgendwo unsere Station sein. Es sind halt schon ein paar Meter. Vielleicht können wir den Wolf irgendwie nutzen für die Häschen. Ich glaube nämlich, der schlägt gleich an. Ja, er schlägt an. Wo sind denn die Häschenfallen hin? Okay, die nehmen wir jetzt gerade mal mit und stellen die mal woanders hin. Der Wolf hat sich auf jeden Fall da gerade so eine Haselein geschnappt.
Das wollen wir ihm noch mal ganz schnell eben wieder austreiben. Hör mal, Dicker. Ja, ganz schnell hier. Mal eben 8 Kilo Hasi. Und eine Einheit Kaninchenfell. Ich glaube, da werden wir aber mehr als ein Kaninchenfell für brauchen. Was gab es jetzt? Pelz. Tatsächlich gab es Pelz. So, dann stelle ich die Schlingen jetzt einfach nochmal hierhin eine und die andere stelle ich dann mal ein bisschen weiter hier drüben hin. Im Prinzip laufen sie ja doch hier überall rum. Dann müssen wir halt nach, früher oder später platzieren wir einfach dann so an die 100 Stück irgendwo und dann ist da täglich bestimmt eine drin. Oder sollen wir den Wolf nochmal benutzen? Ich meine, der ist ja schon fast wieder... Ach komm, wir gehen jetzt mal nach Hause. Der Tag ist nicht mehr so lang, wir müssen wieder nach Hause laufen und wir können nicht mehr rennen. Alles das sind gute Punkte dafür, den Wolf ist erstmal Wolf sein zu lassen. Tja, und Wolfsfell kriegen wir jetzt tatsächlich wirklich nur, nachdem die 50 Tage abgelaufen sind. Weil vorher dürfen wir halt keine Schusswaffe benutzen und, naja. Die einzige Möglichkeit, einen Wolf zu erlegen, wenn er ständig vor einem flieht, ist es halt via Schusswaffe. Folglich müssen wir jetzt warten, bis wir den Wolfspelzmantel zusammenschrauben können, müssen wir, ja, erstmal die 50 Tage überleben. Das ist quasi jetzt erst das nächste große Ziel, was wir haben. Wobei das nächste große Ziel ist, in Anführungszeichen große Ziel, die Kaninchen-Handschuhe zu machen. Wenn es denn Handschuhe waren, kann auch natürlich auch eine Kaninchenmütze gewesen sein. Ich bin mir unsicher. Und dann stehen die 50 Tage auf der Agenda, würde ich sagen. Ich würde sagen, wenn wir die 50 Tage haben, dann können wir auch wirklich dazu übergehen, auf die andere Map zu gehen und es zu riskieren, dass wir uns mit dem Dings kloppen müssen, mit Fluffy kloppen müssen. Für den Fall, dass er A da ist und B dann uns angreift. Das ist ja auch noch die Frage, ob er es tut. Ich meine, ich könnte ja eigentlich im Internet nachlesen gehen, ob er denn auch davon betroffen ist, dass er nicht angreift. Ich kann es mir vorstellen. Allerdings müsste der ja eigentlich auch davon betroffen sein, wenn es heißt, nicht aggressiv zu sein, weil er ist ja auch nur ein Wolf im Prinzip. Aber gut, lassen wir dann erstmal so stehen. Erstmal, das werden wir alles früher oder später sowieso noch rausfinden. Früher oder später heißt später, wenn ich dann tatsächlich... Oh, ich glaube, der holt sich gleich ein... Ich glaube, der holt sich gleich ein Reh. Sollte ich mal im Auge behalten da. Wobei, das wird morgen dann auch da liegen. Der frisst ja nicht alles auf. Ein bisschen was lässt er über. Ne, für schlechte Tage oder schlechte Zeiten. Ach, guck mal an. Da spielt ein Noemi übrigens gerade The Long Dark. Da braucht kein zweites Schrägstrich mehr, ne? Wo ich ziemlich sicher bin oder wo ich es ziemlich genau weiß, dass das ein bisschen Anstiftung war. Aber naja, gut. Lassen wir mal so stehen. Also da ist ein Reh und da ziemlich in der Nähe ist ein Wolf. Ziemlich in der Nähe heißt, der rennt gerade auf mich zu, warum auch immer. Küstenort, Küstenort, ich sage nur, Wolf, geh fort. Ich mag dich nicht, du magst mich gern. Zum Fressen gern, um genau zu sein. Aber erstmal Taschen leer machen. Wir haben nämlich noch sau viel Zeug, was jetzt gerade erstmal verbrannt werden muss. Also Holz habe ich ja noch in der Tasche, was weg muss. Was nirgendwo mehr reinpasst. Und es bietet sich an, denn 64% ist eigentlich zu wenig, oder? Aufgerollte Zeitung. 64% Zeitungspapier. 64% Holzbrikett. Tannenholz ist weniger. Zedernholz ist höher. Komm, das probieren wir mal einfach. Wobei, Zedernholz brauchen wir zum Reparieren. Nee. Egal. Weg damit. Weil wir haben nämlich noch ziemlich viel Fleisch in der Tasche, was mal weggebraten werden muss, bevor es schlecht wird. So, das brennt jetzt erstmal noch ein Stündchen. Das heißt, wir machen uns jetzt hier erstmal... Okay, das ist eigentlich sogar noch alles relativ okay vom Wert. Können wir uns erstmal ganz kurz eben das Schweinefleisch mit Bohnen warm machen. Nom 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 nom. Dann wird's aufgekocht.
Und dann verschnapsuliert. Also natürlich dann, wenn wir wieder hier auf das Warm gehen. Essen und trinken. Wo ist denn hier die warme Suppe? Da. Heiß und geöffnet. Rein damit. Das mit mir. So, und dann fangen wir jetzt mal erstmal an zu verbraten. Das Reh muss weg. Ich muss ein bisschen die Uhrzeit im Auge behalten. 25 Minuten nämlich noch. Da legen wir mal ein Holzbrikett nach. 2 Stunden 24 Minuten. Ja, das Zeug, das brennt halt wie die Pest. Das ist halt so. Erstmal das ganze Reh wegmachen. Ich hoffe, im nächsten Update kommt da halt auch noch so eine Sache rein, von wegen, dass man das irgendwie zusammenfassen kann, dass er das genauso wie die Litermäßig halt hochrechnet. Meinetwegen auch sogar dann, dass wenn man das zu lange brät, dass dann im Prinzip gar nichts fertig wird, so wie das beim Wasser, glaube ich, auch mal war. Zumindest beim Abkochen. Fände ich auch in Ordnung, nur halt, dass man halt nicht immer wieder dieses neue nachkochen muss, sondern man direkt 5 Stück durchbrät und die Zeit halt dementsprechend schneller rumläuft. Ist ja eine Option, gibt es ja bei anderen Sachen auch. Ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie was ganz Neues, Innovatives wäre, was noch gar nicht irgendwo in irgendeiner Weise drin wäre. Also ich fände das gut. So, gucken wir nochmal. 41 Minuten haben wir noch. Jetzt haben wir noch 20 Minuten, das heißt, es würde tatsächlich noch genau aufgehen, weil 20 Minuten zum Braten braucht. Aber wir legen dann jetzt gerade nochmal eben schnell ein Tannenholz nach. Weil es sind noch 3, 4 Stück, die wir durchbraten müssen. Das wären dann 1, 2, 3, 4, würde genau aufgehen. Vielleicht sogar, um die Suppe warm zu machen. Ich glaube, dann ist auch direkt mal wieder Zeit für Pennen und dann sind wir auch schon wieder am Folgenende angekommen. Aber ich meine, ist ja auch ganz gut, wenn es so ist, weil dann können wir also wirklich am nächsten Tag gucken gehen, ob sich da mal endlich was in der Falle verheddert hat. Vielleicht sogar noch die ein oder andere Pfanne vor allen Dingen. Falle mal eben fertig machen. 20 Minuten haben wir noch. Dann machen wir noch kurz die Tomatensuppe eben warm. Und vielleicht können wir sogar noch einen Kaffee aufbrühen. Hätte ich mal Bock zu, haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Wobei das ja eigentlich das Richtige wäre für morgens nach dem Aufstehen. Erstmal Kaffee aufbrühen, aber bis ich dann erstmal das Feuer anhab und sowas alles, ne? Also. Ich mache mir jetzt gerade mal einen Kaffee. Schön vorm Schlafen gehen, erstmal ein Käffchen machen. Wobei das bei mir eigentlich egal ist. Also ich kann auch tatsächlich, ich kann auch, vorm Schlafen im Prinzip nochmal eine Tasse Kaffee trinken. Das ist egal. Tasse Kaffee, heiß. Uah. Das heißt, sie wird irgendwann kalt, ne? Komm, trink mal den Kaffee. Oh, gibt sogar 100 Kalorien. Das ist natürlich auch was. Man kann natürlich auch alternativ dazu kann man auch Kaffeepulver roh fressen. Das geht auch. Habe ich mir sagen lassen. So Instant-Kaffeepulver, so mit einem Löffel aus dem Bottich rauslöffeln. Ganz, ganz lecker. Nicht! Das ist total eklig. Habe ich mir sagen lassen. So, fass es aus. Das sah mir jetzt gerade aus, als ob da eine Waffe auf dem Boden liegt, aber das ist nur irgendein Geschnatter, was hier auch lang geht. Das sollen die Fugen darstellen. Aber es sah tatsächlich gerade erst aus wie eine Waffe. So, dann lesen wir mal das ganze leckere neue Zeug hier raus. So, essen und trinken. Den Kaffee tun wir raus. Die Dose Sardinen. Halt mal drin, das ist alles nicht mehr besonders gut. Das Kaninchen kann raus. Ich würde sagen, alles über 82 kann rein, das ganze Fleisch sowieso. Zumindest insoweit es noch reingeht. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir hier noch so wahnsinnig viele Platz drin hätten. So, wir haben aber jetzt noch ein bisschen Dürstchen. Da machen wir uns mal das kalte Tomatensüppchen rein. Egal ob warm oder kalt, es hatte auf jeden Fall Kalorienchens. Und eine Kleinigkeit können wir noch essen. Was haben wir denn hier? 300 Kalorien, 500 Kalorien, 250, dann die 250 rein. Schokristück rein. Huh? Und noch ein Slückskin Wasser hinterher und dann geht's uns wieder supi. Und zwar so supi, dass wir sagen können, Dankeschön, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge von The Long Dark. Dann weiß ich noch gar nicht, was ich da machen werde, aber bestimmt irgendwas Neues, wie zum Beispiel Kaninchenfell verarbeiten, wenn es denn passt, und Sachen wegsortieren. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen hoffentlich in der nächsten Folge. Tschüss.